Ja, meine Damen und Herren, we are on the fast lane. Das ist das Motto und unser Motto, das ist definitiv Programm. Denn auf der Überholspur, da nehmen wir Sie hier bei Hectronic mit in Richtung Zukunft. Inzwischen haben wir Lösungen für LNG, CNG, aber auch Strom oder Wasserstoff werden an unseren Tankstellen vertankt. Dieser Wandel der Kraftstoffarten ist natürlich eine gewisse Herausforderung, aber es ist auch spannend. Wir als Hectronic sehen darin doch einige Möglichkeiten. Der Markt wird sich noch über mehrere Jahre so zeigen, dass wir halt Diesel und Benzin gemischt haben, vielleicht mit Strom oder Wasserstoff. Also viele Fuhrparke werden mehrere Kraftstoffe haben. Unsere Hectronic ist der ideale Automat für unsere Betriebstankstelle. Egal ob privates Unternehmen, große Minen mit Dumper oder auch Betriebshöfe. Hier können wir die Lösungen anbieten, die hier benötigt werden. So denke ich, glaube ich, bin ich davon überzeugt, dass wir beispielsweise die Tankautomaten, die Messsysteme, egal welche Komponenten sich an der Tankstelle befinden, über eine Cloud-Lösung anbinden müssen, um dann dem Kunde die Möglichkeit geben, jederzeit flexibel auf seine Tankstelle zuzugreifen. Herkömmliche Kraftstoffe, Wasserstoff, Flüssigerdgas, Strom. Wer macht denn nun das Rennen? Auch das ist eine sehr spannende Frage. Antwort vom Experten? Ja, der Experte wundert sich, der Laie staunt. Ich weiß es nicht, aber eigentlich ist es uns auch wurscht. Warum das? Weil wir bieten Lösungen für Mobilität an. Ob das jetzt Diesel, Benzin, was auch immer, Strom ist. Je nachdem, was im Markt verlangt wird, was draußen benötigt wird, wir liefern die Lösung dazu. Eigentlich ist es uns wurscht. Kommen wir nochmal zurück zum Thema LNG, das wir ganz am Anfang besprochen haben und von dem Sie so ein großer Fan sind. Mit Sicherheit auch zu Recht. LNG, würden Sie sagen, das ist trotzdem eher eine Brückentechnologie? Also in der Zukunft kann ich mir vorstellen, dass man LNG sicherlich, sagen wir mal, als Energiespeicher nutzt. Man denkt also heute schon groß bei den großen Schiffen nach, bei den Kreuzfahrtschiffen, die jetzt teilweise ja mit LNG auf den Markt kommen, die LNG-Speicher später mal als Vorratsspeicher zu nutzen für die Energie und an Bord dann die Umwandlung durchzuführen über Dampfreformierung oder Pyrolyse, um dann Wasserstoff herzustellen und elektrisch zu fahren. Alles hat begonnen, damals in einem Wirtshaus in Bayern. Genau, wie soll es anders sein? Gemütlich gemacht, ja. Genau, und heute haben wir nun eine ganze Produktlinie mit verschiedenen Modulen und auch Lösungen. Mhm. Wir haben unsere Easy-to-Fuel-App. Die Easy-to-Fuel-App kann Hectronic gebrandet sein oder die kann auch direkt customized, das heißt im CI unserer Kunden sein und auch verwendet werden. Oder wir haben auch unsere Easy-to-Fuel-Consi-Plattform, mit der ermöglichen wir mobiles Zahlen an Tankstellen, aber wir ermöglichen auch den Zugang in neue Bereiche. Besten Dank für die Eindrücke, die hier bildlich jetzt noch festgehalten wurden. Ist immer schön und auch speziell, wenn man das sieht, wie das ganz andere Augen, nicht technische Augen eigentlich auch sehen und wahrnehmen. Ich möchte mich nur bedanken bei meinen Kollegen auch, die sich wirklich vorbereitet haben auf diesen Anlass, auf die Redner, die Gastenredner auch, die Filmcrews im Background, die Technik hier im Raum und auch bei dir, Maxi, für die Führung dieses zweiten Digital Days. Ich glaube, es hat uns Spaß gemacht. Es war ein bisschen warm, aber da freuen wir uns jetzt auch umso mehr aufs Bier. Natürlich bei Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen. Herzlichen Dank. Wir freuen uns auf Ihre zukünftigen Projekte. Irgendwo in der Welt gibt ganz viel Spannendes zu tun und viel Herausforderndes. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz, ganz viel tollen Input. Das war er, unser Digital Refueling Day. Ich hoffe, Sie hatten ganz viel Spaß dabei. Genießen Sie jetzt noch den restlichen Tag. Lassen Sie ihn schön ausklingen. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Kann mich stoßen nochmal an.